Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test, zu einem kleinen Mini-Let's Test von einem Mini-Horrorspiel. Heritage heißt es und ja, es ist ein Minispiel, ja, ein Mini-Horror-Game. Es geht darum, wir sind halt hier diese Frau, ne? Und da ist die Großmutter gestorben und wir durchsuchen jetzt ihr Haus auf der Suche nach dem, was für ihren Tod verantwortlich ist. Ich kenne das Spiel noch gar nicht. Ich habe es mir gerade erst runtergeladen. Ich wollte gerade mal in die Optionen gehen, mal reingucken. Wie gesagt, ich habe es noch gar nicht. Ich habe nur den Soundcheck hier gemacht. Ansonsten noch gar nichts. Probieren wir es einfach mal. Starten wir ein neues Spiel. Wie gesagt, ich kenne es überhaupt nicht. Also los, rein ins Vergnügen. Ja, also sie stellt sich hier gerade die Fragen. Was haben wir in unserer Kindheit? Also was für eine Erinnerung nehmen wir mit, wenn wir jemanden verlieren? Warum werden diese Erinnerungen so schmerzhaft oder zu schmerzhaften Albträumen, wenn wir jemanden verlieren? Und das ist halt, wie sie sich momentan fühlt, weil sie halt ihre Großmutter verloren hat, eine weise Frau. Und ja, sie wird sie in ihren Also Weisheit, die nur in ihren Erinnerungen lebt und nachdem sie vor 3 Tagen verstarb. So, ja, und jetzt ist es Zeit, den Grund für ihren Tod zu finden, nicht wahr? Und dann wird sie vielleicht inneren Frieden finden. Ich vermute, wir müssen jetzt hier irgendwo drücken. Oder nicht? Hallo? 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 Oder Enter? Ach nö. Hat sich das Spiel etwa aufgehängt? Ach Mensch. Huch. Ja, also ich habe einmal auf Escape gedrückt und dann war ich hier auf einmal drin. So, also dann wollen wir mal losgehen. Wie gesagt, ich kenne das Spiel gar nicht. Ich habe es noch nicht mal angespielt. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Grandma's Notes. Die Notizen der Großmutter. Eine Notiz von meiner Großmutter. Ich sollte es lesen. E drücken können. Hallo? Ich drück doch E. No needed. Already in my notebook. Achso. Ja. Huch! Warum nehme ich jetzt die Teller mit? In all of them seems to be broken. Okay. Warum nehme ich das Geschirr mit? Wir müssen abwaschen. Oh, also theoretisch hätten wir das Ding jetzt gerade voll ins Gesicht kriegen müssen. Wieso ist das Haus vergittert? Naja. Oh ja, auch wieder voll gegen den Dates. Entschuldigung. Gegen unseren Kopf. Ja, und genau nochmal zurück. Das macht uns alles nichts. Was ist das? Es kann CDs und MP3s spielen. Es ist auch ein Radio. Aber ich will es nicht anmachen. Gar nicht. Ein noch ein Glas. Ein Telefon. Seltsam. Es funktioniert nicht. Kann sie sich hinknien?
Ich kann es nicht erreichen. Ja, das ist halt so, wenn was davor steht, ne? Ein Pott. Ich bin nicht hungrig. Oder in der Laune, etwas zu kochen. Nein? Vielleicht musst du die Dinger rausnehmen, damit du dort hinten rankommst. Hm. Sag mal, kann die sich hier nicht hinhocken oder so? Cool. Sie hockt sich mit C hin, genau wie bei 4. So, eine Taschenlampe? Ah, hier. Wieso nehme ich mir einen Mülleimer mit? Und wieso nehme ich mir die ganzen Teller mit? Wer weiß, auf was ich die vielleicht noch schießen oder schmeißen muss. Gläser nimmt sie keine mehr mit. Hat genug Gläser. Ha! Besteck. Teller nimmt sie auch keine mehr mit. Gläser aber auch nicht. Hm, Gabeln, Messer, Löffel. Nichts Unnormales. Sehe ich auch so. So. Ein Kessel. Den nimmt sie nicht mit. Ein Ofen. Wenn sie kochte, konnte ich den leckeren Duft von Essen riechen. Ach ja, jetzt hat sich was übereinander gelegt. Meine Großmutter liebte es immer, wenn ich ihr in der Küche half. Oh. Ah, oh, und da wuchert das Gras. Ich finde das immer interessant, wie das klingt, wenn man hier irgendwo langläuft. Oh Gott, keine Ahnung. Lief. Ein andermal vielleicht. Da draußen lang zu laufen, das klingt ja wie bei Slender. Tür schließen. Es zieht. Hm. Ach, ich bin doof. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So. Ein Schubwaller. Oh, eine Juwelenbox. Gehört mir nicht, nehme ich nicht. Hä? Ach, Menno, hallo. Du machst halt wieder zu. Großmutters Fotografie. 48. Erinnerungstag oder so. Anniversary ist doch sowas wie... Ach, bestehen oder so. Ach, vielleicht 48. Geburtstag. Na. Aha. Aha, können wir nicht angucken, das Buch. War bestimmt ein Fotoalbum. Ja, alte Fotos sieht man sich halt nicht immer gerne an. Nee, das auch nicht. Nee. Da stehen gleich halbe Menschen drin. Aber hey, die Stiefel hier haben irgendwo, haben was, oder? Na gut. Und das hier sieht ein bisschen nach 80er aus, oder? Ja. So. Aha. Oh, Licht. Es werde Licht. Ein netter TV, also ein netter Fernseher. Ich habe es gemocht, das Fernsehen zu gucken, bevor ich geschlafen habe. Yes. Diese Geräusche, ey. Can't reach it. Jetzt will sie... Oh, jetzt will sie es nicht mitnehmen. Aha. Ah, das ist doch so für die Füße. Da stellt man die Füße rein, dann kann man sich die Füße waschen. Nichts Ungewöhnliches, oder? Na. Ah, wirst du wohl. Bei Licht an oder aus sieht man bestimmt irgendwas, was man sonst nicht sehen würde. Vermute ich einfach mal. Also irgendwo im Haus. Ja, genau durch uns durch.
Eine Waschmaschine. Ja, nicht anders als andere Waschmaschinen. Diese macht nicht viele Geräusche. Oder anders als andere Waschmaschinen macht diese nicht viele Geräusche. Oh, die ist ja nicht größer als die Treppenstufen. Erstmal hier überall. Oh, kein Geländer. Na, ich glaube, ich weiß, warum sie gestorben ist. Ist da bestimmt rund. Oh, Alter. Runtergefallen. Physikbücher. Oh, Geometrie. Na. Ah. Weltraum. Hallo, Cube. Chemiebücher. Ich erinnere mich und hasste diese Chemiebücher. Großmutter half mir eine Menge beim beim Lernen für Chemie für die Schule. Theodor Kalusa Books. Kalusa, ich erinnere mich. Grandmom sollte es bestimmt heißen. Ah ne. Granda. Haha. Nehmt Kalusa bevor. Entschuldigung. Something about fifth dimension. Die fünfte Dimension. Und wieder Physik- und Chemiebücher. Hier drüben dasselbe? Nee. The Mystery of... Ah, Atome. Zeitgeist klingt deutsch. Zeitgeist, the book. It's about conspiracy. History of the world. Ah. Vier Bände. Über die Weltgeschichte. Geografischer Atlas. Psychologie. Anatomie. Romane? Ja. Und ganz unten Astronomie. Psychologie. Na. Wieso öffnen sich die Fenster nach außen? Hier ist Gitter. Hallo? Verstehe ich gar nicht. Hier ist ja noch ein Bad. Ach nee, das unten war nur ein Klo. Nee, doch, da unten war doch eine. Da unten war doch eine. Hier, das ist nur ein Bad, oder? Warum ist die Tür so dunkel? Ich schätze Grafikfehler. So. Mach mal die Tür auf. Die geht eh durch uns durch. Wieso ist hier mittendrin eine Backsteinwand? Und wieso geht die Tür hier nicht auf? Ich werde mal überall jetzt die Lichter anmachen. Viel zu hell. Hier, und hier schläft Harry Potter. Der kleine Bengel. So. Hier gibt es bestimmt auch einen Lichtschalter, jawohl. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt. Aber mit irgendwas muss man ja anfangen. Und ich weiß absolut nicht, was ich machen soll. Nee. So, wir brauchen da draußen ja noch einen Code, wa? So. Wooden Door locked. Warum ist das hier nur alles so vergittert? Ich meine, wenn man Angst vor Einbrechern hatte, okay, aber stell dir mal vor, das brennt, da kommst du ja nicht mehr raus. Klack, 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 klack. Sieht man hier irgendwo... Oh. Ah, Kalusa Frame. Theodor Kalusa. Sie erwähnte ihn ein paar Mal.
zusammen mit Klein. Sie, ja, es hat was zu tun mit ja, Raumdimensionen und so. Ah, gibt's hier irgendwo was? Wo irgendwelche Nummern stehen? Ach nee, sind ja gar keine Nummern, wa? Moment. Gleich mal gucken gehen. So. Also ein Punkt, ein X, ein Strich, zwei Striche, ein Viereck. Ha! Oh Gott. Boah, und dann fünf Stück.